Hallihallo Leute und ja, zurück bei Let's Play The Night of the Rabbit. Wir haben einen neuen Zauber gelernt. Der Markiri liest einfach hier so ein scheiß Buch. Wir haben einen neuen Zauber gelernt. Felsflüstern. Und damit reden wir mit der Kristallstatue. Die hat ja so ein Gesicht drauf. Hallo. Stein. What? Also, ich habe einen kleinen Mops gehabt. Den habe ich schon mal gesehen. Hat eben jemand meinen Namen gerufen? Es beginnt. Der erste Nagel ist eingeschlagen. Was bedeutet das? Ich werde dir alles erklären. Ich muss mich mit dem Magier von Mauswald besprechen. Du weißt, wo du uns findest. Oder kontaktiere mich über den Ratersuch, wenn du meine Hilfe brauchst. Das hat immer gut Suche den funktioniert. Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Doch den nächsten Portalbaum wirst du ohne meine Hilfe öffnen müssen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in seiner Heimat für dich zu öffnen. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Einen kleinen Mann in Grün? Kleiner Mann in Grün? Oh nein, oh nee. Der ist bestimmt immer noch sauer auf Ich habe mich. Seine Kürbishütte zerstört. Jetzt erinnere ich mich. Das wird bestimmt toll. Es ist ja noch Nacht. Nicht mehr. Es ist wieder Tag. Warte, Alter, was ist das für eine Katze? Alter, was will ich zu viele Informationen? Gut. Alter, ich bin schon wieder. Was jetzt? So, Ruhe. Hier entlang. Da habe ich so eine Fuchsstatue gesehen, die aber keine Statue ist. Oder es wäre seltsam, so eine Statue. Sie zumindest ziemlich lebensecht aus. Will ich jetzt wirklich den Fels? Das wird nicht gehen, das wäre ein bisschen. Du bist lustig, kleiner Junge. What? Okay. Finde ich gut. Irgendein. What? Okay, egal, wir vergessen das gleich wieder. Wir haben jetzt leider nicht erfahren, was die merkwürdigen Gestalten da für ihre Kreise tun. Ein Feind im Federkleid hat eure Rücklagen gefressen. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um eine Lösung für deine Geldprobleme zu finden. Und dann braucht es nur deine Unterschrift. Nur deine Unterschrift. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Komischer Typ. Merkwürdig. Okay, ich verstehe. Jetzt haben die sich jetzt irgendwie einquartiert oder Alter, überall sind diese scheiß Bastarde. Hattest du schon einmal einen dieser Tage, an dem einfach alles schief ging? Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Ich wette, Mauswald wird bald sehr viel Heilung brauchen. Wir sind wie Ja, sie. ja, ja. Seltsam. Was mussten wir noch mal tun? Mit Felsen flüstern und den kleinen Mann in Grün finden. Okay. In dem Falle machen wir den Rundgang. Der Partygast ist. Alter, ist das. Was ist. Ein gigantischer Schmetterling. Gut. Woher kommt denn dieses Summen? Ah, das ist der kleine Kobold. Da ist er Alter, wieder. was ist. Der kleine Mann in Grün. Alter, im Abwasch. Aha. Der kleine Kerl hat seine Kleidung auf den Tisch gelegt. Alter, das Die ist ja. schnapp ich mir. Hacke
Salpeter und Ziegendreck! Du kannst mich ja sehen! Was willst du von mir? Ich, suche ein Baumportal. Du willst in meine Welt einbrechen? Und ich soll dir noch dabei helfen? Mieser Erpresser! Ich hab deine Kleidung. Okay. Du lässt mir keine Wahl. Leg meine Kleidung zurück und dreh dich um. Dann helfe ich dir. Und hör auf mein Kleeblatt zu starren. Ihr... Oh. What? What? Hat der nicht einen Hut gehabt? So, schon besser. Na, da tritt mich doch ein Schaf. Wo ist denn mein Hut? Den hab ich noch. Profi-Erpresser, was? Nun gut, triff mich bei Nacht oben auf dem Rathaus. Dann zeige ich dir den Weg in meine Welt. Aber bring gefälligst meinen Hut mit. Profi-Erpresser? Ich will doch Zauberer werden. Was treibst du da, Junge? Das klingt nach schlimmen Selbstgesprächen. Quatsch! Das sind schlimme Halluzinationen. Ein kleiner Mann, den nur ich sehen kann. Alles klar. Hoffentlich ist der nicht gefährlich. Was? Nee, nichts. What? Ich glaube, wie ich der denkt, ich wäre komplett... Das ist nur eine halbe Statue. Die da haben... Es ist geil, dass sich die Welt immer ein Stück verändert. Ein Schränkchen. Kann ich das einfach mitnehmen? Es ist zwar noch nicht fertig, aber so wie die... Hämmern werkeln jeden Tag. Ich rede zuerst. Ganz genau, wie ich es mag. Das klingt, als ob die Arbeit viel Spaß macht. Nein, man muss trotzdem mit Ernst schreinern. Erst muss skizziert und vermessen werden. Oder man arbeitet einfach drauf los. Spontan sein, das hilft. Mit Säge, Hammer, Nägeln, Farbe. Aber erst, nachdem man ausgiebig geplant hat. Sonst wird das doch nichts. Aber so plant man sich doch den Spaß weg. Ohne Spaß macht es doch gar keinen Spaß. Das ist, ja. Jetzt schreit und ist beides wichtig. Da braucht man keinen Spaß. Ja, Arbeit ist zum Geld verdienen. Da braucht man keinen Spaß. Das ist stimmig. Stimmt. Arbeit ist zum Geld verdienen. Da braucht man keinen Spaß. Siehst du? Oder es gibt einfach keinen. Das ist vollkommener Unsinn. Ohne Spaß macht das keinen Sinn. Planung ist nebensächlich? Ohne Planung geht doch alles in die Brüche. Du nimmst alles zu ernst. Du nimmst nichts ernst genug. Ich glaube, die sind gerade mit sich beschäftigt. Ich hab recht. Danke. Die beiden sind abgelenkt. Mal sehen, was da im Schränkchen liegt. Au! Oh, mein Diamanten! Ein ganzes Quartett! Die Karten muss der alte Magier da drin vergessen haben. Alter, was? Ein ganzes Quartett? Geil. Lauter Bäume. Ich hab recht. Ich hab einfach mal ein ganzes Quartett, weil ich falsch geantwortet habe. Finde ich geil. Ich viel mehr. Wüsste nicht, ob ich jetzt richtig geantwortet hätte, ob ich das Quartett ebenfalls bekommen hätte. Ohne Spaß macht das keinen Sinn. So, jetzt Ruhe hier. Ich habe alles zuge... Noch so eine Statue? Die denken wahrscheinlich jetzt auch, ich habe Selbstgespräche, wenn ich wieder mit dem Stein rede. Du bist lustig, kleiner Junge. Alter, ich habe überall diese kleinen Fruchtsteine, oder wie? So, ich muss da Fels flüstern mit der Kristallstatue. Alle sagen das Gleiche. Naja. Und hier sind wir wieder... Gut. Es gibt so viele Dinge zu tun. Ich muss jetzt aber bei Nacht die Leute treffen. Daher müsste ich... Ich bin jetzt schon wieder falsch. Ich muss eigentlich wieder zur Hängematte. Und dort... pennen. Ich könnte auch das Buch benutzen. Das einen für Stunden fesselt. Aber wenn ich schon liegen könnte... Geräusche sind das bitte? Hämmern werkeln jeden Tag. Was die Geräusche vom anderen? Wie kommen die hier rein? Das ergibt keinen Sinn. Das müsste jetzt ein anderes Geräusch haben.
In der Halle dort. Ich hab die. Gut, ich hab noch zu wenig. Die saufen hier gemütlicheren Kaffee und der alte Hippie. Ah, schlimm. Hallo, Marquis. Ich dachte, du wärst beim Ratshaus. Schon zurück? Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich lange von zu Hause weg bin? Das will ich wissen. Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich so lange von zu Hause weg bin? An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Nein. Ich habe mich schon die ganze Nacht durchgepennt. Gut, ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. So viel. Ich bin neid, doch es... Ja. Ich liege erstmal ein bisschen und schlafe ein. Ich bin schon wieder so... müde. Ja. Schön, wieder die Nachtstimmung genießen. Ich hoffe, die alten Säcke sind noch da hinten, damit ich mit denen reden kann. Hier ist aber nichts. Hier ist eh nichts. Ich gehe jetzt einfach mal kurz nach draußen. Ich will wirklich noch mit denen quatschen. Nee, ich habe noch keine Witze. Die müssten hier oben sein. Genau. Mit denen muss ich nämlich noch reden. Mit der Veranstaltung. Entschuldigung? Ein Kind? Wir machen uns Sorgen um dich. Menschen wie wir machen sich Sorgen. Siehst du genau hin, kannst du die Sorgen in unseren Gesichtern ablesen. Junge, wer weiß, dass du hier bist? Was, wenn du verschwindest? In einer unglückseligen Nacht wie dieser. Unglückselig? Aber ich... Bald wird diese Welt geheilt werden. Keine Sorge mehr um Geld. Um Grund und Boden. Um Glück, um Gesundheit. Aber du machst uns Sorgen. What? Ich gehe wieder. Es ist mir zu confused hier. Es geht einfach nicht. Der da oben pennt ein. Haben wir irgendwas Baldrian-Tropfen? Die können wir ihm aber leider nicht ablösen, damit wir die scheiß Kanonenkugeln kriegen. Also die Erbsenkugeln, aber die können wir eh noch nichts anfangen. Wieso sollten wir die brauchen? Ratsersuch. Felsenflüstern. Ja, ich weiß jetzt, wo ich hin muss eigentlich. Ich muss ja gar nicht so groß nachdenken. Und zwar hier so. Und dann muss ich hier hoch zum Mann in Grün. So, ins Rathaus, die Eule ist ja eh mit offenen Augen am Pennen. Hier oben müsste es doch weitergehen, genau. Warte, wie komme ich da rüber? Da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Auf der grünen Insel wird das keiner wagen. Aber wenn du dahin willst, dann beeil dich gefälligst. Sonst gehe ich ohne dich durch den Baum. Und bring meinen Hut mit, du Knilch. Und ja, nicht so einen wie deinen. Aber wie soll ich denn da rüberkommen? Kannst wohl nicht schweben wie anständige Leute, du Süßteetrinker. Dann musst du zu Fuß rüber über den Ast. Das ist viel zu dunkel und zu hoch. Da sieht man ja nicht, wo man hintritt. Na, nur zu, du kleiner Erpresser. Wenn du vom Ast fällst, sammle ich den Hut einfach ein unten, während du Sternchen siehst. Nach deiner Hakenattacke auf mein kleines Leben hast du das verdient. Mist. Über den Ast könnte ich zum Baum kommen. Aber das ist viel ein falscher Und da denke ich lieber... Ich muss also wirklich noch was Licht erzeugen. Oder sowas. Hitzebeständige Folie. Sternenkarte. Es hilft mir nichts. Kartenquartett. Ich brauche Licht. Abgrund. Hui, von oben? Gut, wir brauchen zuerst Licht. Ohne Licht geht's nicht weiter. Geschlossen. Okay, ich muss da vorne raus. Also hier unten, so. Okay, ich brauche Licht. Die Frage ist nur, wie
hier vorne vielleicht? Was? Wieso geht's nicht? So, hier müsst doch irgendwo... Ach stimmt, das ist ja gar nicht... Ich bin ja... Ihr müsst ja unten rein, denn... Wenn überhaupt. Und hier runter. So. Die sollen hier ruhig arbeiten. Das interessiert mich. Ach, Mist. Man müsste meinen, ich hätte es langsam gelernt. Aber nein. So. Das Feuer hier. Ich müsste es haben. Ich müsste eine Fackel bauen. Ich habe einen Stock. Aber nichts Brennbares. Nee. Gut, hier wäre noch was. Vielleicht. Nee, das ist hier unten. Will ich nicht haben. Ja. Toll. Das Irrlicht vielleicht da unten. Ich will das einfangen. Gut, das hilft nichts. Wie seltsam. Da gaukeln. Vielleicht läuft da jemand mit einer Laterne spazieren. Ja, glaube ich auch. Der fliegt da ein bisschen durch die Gegend. Gut. Musste kurz gehen, verdammt. Ich war ziemlich müde. Ich habe selten, na, nicht viel gepennt, halt, wie man es kennt. Ich muss irgendwie, kann ich den löffeln? Nee, das hat sich das so... Das muss nicht gelöffelt. Danke. Okay, wir... Ich nehme jetzt mal wirklich einen Ratsersuch. Obwohl ich eigentlich mal mit den Steinstatuen reden könnte. Sagen alle sicher... Reden die jetzt hier über Mauswald? Einfach so? Was für interessante Gesprächsthemen die haben. Ich will nicht. Ratsersuch, mitten in der Nacht. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in seine Heimat... Suchst du mich? Gut, ich habe ihn erpresst und es geht. Das Problem ist, ich brauche eine Lichtquelle. Oder generell irgendwas, wo ich im Nass kann. Ich brauchte so eine Nuss hier oben. Und hier habe ich nichts. Vielleicht muss ich am Tag... eine Brücke bauen. Ich habe aber nicht irgendwas, was ich als Brücke benutzen könnte. Um danach rüber zu gehen. Weil es jetzt ja zu dunkel ist. Aber am Tag komme ich ja gar nicht rein. Da ist ja das hier zu. Ich weiß nicht. Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Ja, das ist toll. Und der da unten... Sag immer noch das Gleiche, dass ich was verloren habe. Garstiges Balk! Oder gar nichts. Nur seltsames Geräusch. Ich bin Emmett Milano plus O'Donnell. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. What? Okay. Klingt toll. Irgendwas hat sich jetzt aktiviert, glaube ich. Die Frage ist nur was. Auf der grünen Insel wird das keiner wagen. Oder ist das normal, dass wenn ich hier drauf klicke, dass er... Okay. Was will der Dreikäse hoch da eigentlich? Ich dachte, weil normal, wenn er die Animation macht, dann sieht er auf einmal irgendwas, aber das ist anscheinend, wenn ich so ins Ingame... Okay. Ins Menü das darüber nehme, dann wird das so aussehen. Gut, das, ja. Ich könnte nochmal zur Party gehen, aber ich komme da eh nicht rein. Und der Schmetterling ist auch nicht hier. Wunderschön. Ja.
Was? Jetzt im Ständig, wo kann ich das Lagerfeuer von der anderen Wache? Alter, was habe ich da gesehen? Habe ich da richtig gesehen? Ich muss da nochmal kurz zurück. Ich habe da was Interessantes entdeckt. Ah ne, Chewbacca war letztes Mal schon da. Okay, jetzt. Ich dachte gerade, weil ich so aus dem Screen noch gesehen habe. Ansonsten ist schwierig. Und ich mache schon wieder Überzeit, verdammt. Ich lese das spannende Buch. Alter, es ist morgen. Ich habe einfach mal den Tag durchgelesen, natürlich. Statuen am Rad, und mit denen kann ich auch noch reden. Das mache ich später. Aber erst im nächsten Part, denn schon wieder 21 Minuten. Und ich sollte aufhören, immer so lange aufzunehmen, weil es ist ein bisschen blöd, ums mit Schneiden. Das könnte ich auch anders machen. Aber ja, okay. Wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play. Ich wollte schon wieder Pokémon sagen oder so, weil ich ein bisschen auch momentan Pokémon aufnehmen bin wie nichts anderes. Ja, wir sehen uns.